haben eine neue Kampagne entdeckt. Keine, die Sie anwenden wollen, sondern eine, die gegen Sie gerichtet ist. Die Rufmordkampagne. Sie fühlen sich in manchen Länderparlamenten zu Unrecht von allen verfolgt. Schauplatz Nummer 1, Düsseldorf. Hier musste der Ministerpräsident seinen Finanzminister verteidigen. Regierungschef Johannes Rau stellte sich heute hinter seinen Finanzminister. Heinz Schleusser habe korrekt gehandelt, meinte Rau. Und das ist der Zankapfel. Auf diesem ehemaligen Thyssen-Grundstück in Oberhausen will ein britischer Investor für mehrere Milliarden Mark einen neuen Stadtteil bauen. Eingefädelt hat das Geschäft Finanzminister Heinz Schleusser. Für das Land kaufte und verkaufte er das Grundstück, das in seinem Wahlkreis liegt. Außerdem ist Schleusser Aufsichtsrat bei Thyssen und kontrolliert die WestLB, die das Geschäft finanzierte. Filz in den Augen der Opposition, die glaubt, das Parlament sei bei dem Deal übergangen worden. Jetzt kam heraus, dass er auch bei der Oberhausener Grundstücksgesellschaft GEG im Aufsichtsrat war, ohne Genehmigung des Landtags. Die Verstöße des Finanzministers gegen die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Landesparlaments sind so gravierend und offensichtlich, dass wir von der SPD-Mehrheitsfraktion in diesem Haus sowie auch und besonders von Ministerpräsident Rau erwarten, dass sie dem Parlament schon bald den Umgang mit einem Finanzminister Schleusser ersparen. Rau sah das anders. Schleusers GEG-Tätigkeit habe sogar in der Zeitung gestanden. Außerdem sei die GEG nicht gewinnorientiert, für die Regierungspartei eine klare Rechtslage. Wir kommen zu dem Ergebnis, dies ist ein nicht genehmigungsbedürftiges Mandat. Es gibt dazu andere Auffassungen, aber nicht wir haben Zweifel. Die Opposition aus CDU, FDP und Grünen blieb bei ihrem Vorwurf. Neben dem Untersuchungsausschuss wird sich auch das Landesverfassungsgericht mit dem Thema Schleuser befassen. Schauplatz Nummer 2, Saarbrücken. Auch hier Angriffe gegen Sozialdemokraten, diesmal aber gegen den Ministerpräsidenten selbst. Die Höhe seiner Altersversorgung besorgt sogar die eigenen Genossen. Aber auch im Saarland gilt, alle haben Unrecht, die Vorwürfe sind unwahr. Oskar Lafontaine ist das Opfer einer Kampagne. 3 Tage Aktenstudium, Nachhilfe von Justizminister und anderen Rechtsexperten in Sachen eigenen Amtsbezügen. Heute legte Oskar Lafontaine umfangreiche Dokumente vor, akribisch, bis hin zu seiner Gehaltsabrechnung vom März 92. Die Materie ist unglaublich kompliziert, solcher Kram sei ihm eigentlich lästig, räumt er ein. Ein Misstrauensantrag, den die Opposition im Landtag gegen ihn angekündigt hat, und Kritik aus den eigenen Reihen in Bonn brachten Lafontaine dazu, offensiv die Vorwürfe, mehr Geld kassiert zu haben, als dem Ministerpräsidenten zusteht, zu kontern. Die Absicht, die damit verfolgt wurde, ist erkannt. Aber wer glaubt, ich würde einen Millimeter weit nachgeben, der irrt sich. Meine Freude auf die nächsten Landtagssitzungen ist also wirklich kaum noch zu zähmen. Die Opposition hat die Möglichkeit, ihre unhaltbaren Vorwürfe zurückzuziehen und die Anträge zurückzuziehen. Sollte sie dies nicht tun, hat dies natürlich Auswirkungen auf das zukünftige Klima in diesem Lande. Ich sehe in den ganzen Veröffentlichungen und in den sich daran anschließenden begeisterten Erklärungen der Oppositionsparteien in der Saar den Versuch einer Rufmordkampagne, den ich eindeutig zurückweise. Wer sich irgendwie einbildet, der Ministerpräsident des Saarlandes oder Oskar Lafontaine, würde auf der Grundlage solcher schmutziger Rufmordkampagnen irgendwelche Wirkungen zeigen, irrt sich. Zwei Parteifreunden in Bonn lege er Schlussfolgerungen nahe. Auch hier gebe es Doppelbegünstigungen. In Saarbrücken müsse er jetzt an Bord bleiben, deswegen sagte er eine geplante Japanreise ab. Zum zweiten Mal übrigens. Beim ersten Mal war der Fall der Mauer die Ursache. Zum Sport, und zwar zu den French Open nach Paris. Dort erreichte das Damendoppel Steffi Graf und Anke Huber mit einem Zweisatzsieg über die Französinnen Tosia Demongeau das Halbfinale. Die Gewinnzahlen vom Mittwochslotto, Ziehung A. 3, 6, 14, 15, 31, 44. Diese Zusatzzahl ist 11. Die Ziehung B. 4, 9, 22, 27, 31, 35, die Zusatzzahl die 8. Und das Spiel 77, 7, 6, 3, 9, 1, 4, 2. Und die Angaben, wie immer, ohne Gewähr. So, sollten Sie morgen zufällig einen freien Tag haben und einen Garten besitzen, dann kann ich Ihnen jetzt schon so viel sagen. Vergessen Sie die Gartenarbeit am Vormittag, schlafen Sie lieber länger.
denn es wird morgen früh regnen. Also erstmal das. Kennen Sie eigentlich die Linie Italien-Alpen-Nordsee? Wenn nicht, dieses Wolkenband markiert sie exakt. Morgen. In der Nacht wird es dann erstmal vorübergehend regnen. Also nicht nur vorübergehend, sondern vermutlich die ganze Nacht, wie ich das einschätze. Und die Temperaturen könnten jetzt kommen, hätte ich nichts dagegen. Da sind sie auch schon. Zwischen 15 und 12 Grad. Morgen regnet es dann weiter, aber am Nachmittag soll es dann etwas trockener werden. Die Temperaturen liegen um 17 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest. So, pannenfreie Sendungen sind was für Weichlinge. Auf Wiedersehen, das war's von West 3 aktuell. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen wieder um 21.30 Uhr.